Die mototouristische Ausfahrt für Freunde englischer Sportwagen startet vom Restaurant Amtsstube im Spiriner Stadtteil Krebsförden. British Open nennt Organisator Peter Pohl die Veranstaltung, die bereits schon zum 9. Mal stattfindet. Was ist das für ein Fahrzeug? Ein Triumph TR3A. Was hat der so für Eckdaten motormäßig? Baujahr 1960, 2,2 Liter, 100 PS. Störtebäcker, die Briten kommen, heißt das Motto zur mehrtägigen Ausfahrt zur Insel Rügen. Schon die Anreise zu Deutschlands größte Insel hat einiges zu bieten. Spektakuläre Action beim Zwischenstopp am Flughafen Lage. Englische Sportwagen. Der englischen Autoindustrie ging es lange schlecht. Sie hat fast alle Marken an ausländische Konzerne verloren. Langsam kommen mit dem McLaren oder Jaguar wieder einige Extremtypen auf den Markt. Die Blüte der Marke Morris Garage mit dem legendären MG stand zwischen 1945 und 1980. Die Marke Austin Haley blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Berühmt wurden die Fahrzeuge durch ihre Rallye-Erfolge. Eine leichte Konstruktion und drehmomentstarke Motoren waren das Geheimnis ihres Erfolges. Gewinne machte die Firma durch den in den USA in den 70ern aufstrebenden Roadster-Markt. Die Morgan Motor Company ist ein britischer Autohersteller für Sportwagen in privater Hand. Das Unternehmen ist weltweit das einzige, das bei Automobilen noch Aufbauten mit Rahmen aus Eschenholz einsetzt, eine Fertigungstechnik, die noch aus dem Kutschenwagenbau stammt. Der Morgan 4.4 hält den Rekord als das am längsten durchgehend produzierte Automodell. Die sehr leichten und teils sehr starken Fahrzeuge von Morgan haben in einer großen Fangemeinde Kultstatus. Pro Jahr werden rund 10.000 Fahrzeuge gebaut. Deutschland ist zweitgrößter Markt von Morgan. Der Umsatz liegt bei insgesamt etwa 48 Millionen Euro. Rügen hat viel zu bieten. Die Führung auf der erfolgreichsten Naturbühne von Deutschland in Ralswiek bringt Interessantes über Störtebäcker. Die Bäderarchitektur von Binz beeindruckt zu jeder Jahreszeit. Der Koloss von Prora setzt immer wieder alle in Erstaunen. Eine zaghafte Vermarktung der Gebäude hat begonnen. Völlig neu dagegen ist das Naturerbezentrum auf Rügen bei Prora. Ein Pfad in Baumwipfelhöhe bringt einen über 40 Meter Höhe und bietet grandiose Ausblicke. Die große Rügen-Rundfahrt bringt die Teilnehmer der British Open Tour 2014 über die Wittower Fähre nach Kap Arkona mit dem gelben Ort zur nördlichsten Stelle der Insel Rügen. Von Sassnitz aus startet eine Schiffsreise zur berühmten Kreideküste der Stubnitz. Die Rückreise führt über den alten Rügendamm nach Stralsund. Die schönen Herbsttage haben den Fahrern englischer Sportwagen Mecklenburg-Vorpommern und besonders die Schönheit der Insel Rügen näher gebracht. Wer selbst so ein Technikwunder englischer Bauart besitzt, kann sich ja im kommenden Jahr zur nächsten Ausfahrt anmelden und gemeinsam mit Gleichgesinnten viele Abenteuer erleben.